Aha. Ihr könnt mir schon mal alle eure Hände in die Luft geben, Alter. Ah. Ihr seid die Geilsten, Alter. Yeah. Ich glaube, viele können euch vielleicht mit diesem Inhalt identifizieren. Hört zu. Ah. Er war ein Junge von der Straße, ein Niemand aus der Unterschicht. Auch nur so ein Migrant in dieser Großstadt hier. Einer von vielen, dessen Eltern die Heimat verließen, um in Deutschland ein neues Leben anzufangen. Er hatte dunkle Haare und dunkle Augen, blickte oft zum Hof nach draußen, ohne Aussicht. Für seine Lehrer war er auch nur irgendein Kanake, denn dieser Jonathan sah auch nur aus wie ein Mohammed. Er hatte keine leichte Jugend, als sich seine Eltern trennten, wo nur die Gang in seiner Straße zuflog. Um damit klar zu kommen, Finger mit dem Kiffen an, um an Bares zu kommen, Finger mit dem Kicken an. Eine klassische Karriere, Tag für Tag in dieser Gegend, ganz egal ob Israeli, Türke oder Libanese. Nicht jeder Mann hat Ehre und nicht jedes Spiel hat Regeln. Alle versuchen nur in diesem Land zu überleben. Kennst du das? Außenseiter zu sein in diesem Land. Kennst du das? Wenn du vor Leid nicht mehr lieben kannst. Kennst du das? Wenn deine Hoffnung im Sterben liegt. Kennst du das? Kennst du das? Sag mir, kennst du das? Außenseiter zu sein in diesem Land. Kennst du das? Wenn du vor Leid nicht mehr lieben kannst. Kennst du das? Wenn deine Hoffnung im Sterben liegt. Kennst du das? Kennst du das? Als er dann in einer Krise war, geriet er auf die schiefe Bahn. Wie viele Jungs in diesem Land, die keine Perspektive haben. Denn ohne Hoffnung kommt man irgendwann auf dumme Gedanken. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man dumm handelt. Und auf der Straße wurde es Mode, ein Gangster zu sein. Doch er begann zu dieser Zeit Texte zu schreiben, an sich zu glauben und sein Innerstes nach außen zu kehren. AC und Nas, jeden Tag in seinem Walkman zu hören. Dann kam die goldene Zeit des deutschen Hip-Hop. Er rockte die Cypher, war Rap am Mittwoch. Zog er der Bomb den Qualm hoch und nahm den Finger vom Kegloch. Doch der Shit lebte ihn wie ein Genickbruch. Viele blieben drauf hängen und litten später an Psychosen. Andere gerieten bald an härtere Drogen. Jeden hier drückt die Realität zu Boden. Jeder will Millionen, doch die meisten scheitern auf dem Weg nach oben. Kennst du das? Außenseiter zu sein in diesem Land. Kennst du das? Wenn du vor Leid nicht mehr lieben kannst. Kennst du das? Wenn deine Hoffnungen Scherben liegen. Kennst du das? Kennst du das? Sag mir, kennst du das? Außenseiter zu sein in diesem Land. Kennst du das? Wenn du vor Leid nicht mehr lieben kannst. Kennst du das? Wenn deine Hoffnungen Scherben liegen. Kennst du das? Kennst du das? Es sind Geschichten, die das Leben erzählt. Geschichten, die jeder versteht. Die in meiner Gegend jeder erlebt. Es sind Geschichten, die das Leben erzählt. Geschichten, die jeder versteht. Schicksale, die Menschen bewegen. Es sind Geschichten, die das Leben erzählt. Geschichten, die jeder versteht. Die in meiner Gegend jeder bewegt. Es sind Geschichten, die das Leben erzählt. Geschichten. Und genau so hab ich es erlebt. Du sag mir, kennst du das? Außenseiter zu sein in diesem Land. Kennst du das? Wenn du vor Leid nicht mehr lieben kannst. Kennst du das? Wenn deine Hoffnungen Scherben liegen. Kennst du das? Kennst du das? Sag mir, kennst du das? Außenseiter zu sein in diesem Land. Kennst du das? Wenn du vor Leid nicht mehr lieben kannst. Kennst du das? Wenn deine Hoffnungen Scherben liegen. Kennst du das? Kennst du das? Kennt ihr das, Leute? Kennt ihr das? Ah. Oh. Wow. Bitte machen wir noch mal ein bisschen Applaus für Tierstar. Ah. Und noch mal den doppelten Applaus für Ben Salomon. Yo.